Am 19. Dezember konnte man die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Frauke Petri, in Pirna antreffen. Sie unterstützt mit einer Spende von 500 Euro die Wiederherstellung eines historischen Brunnens auf der Donaueschen Straße. Ganze 4 Stunden war der sehr gut erhaltene Brunnen, den Bauleute bei der Sanierung der Donaueschen Straße 2016 entdeckt hatten, sichtbar. Noch am selben Tag ließ die Stadt den Brunnen aus dem 13. Jahrhundert wieder zuschütten. Das soll nicht so bleiben und dafür macht sich auch Frauke Petri stark. Nun, ich möchte ankommen mit meinem Büro in der Stadt und als wir festgestellt haben, dass der quasi um die Ecke meines Büros in der Langenstraße 39 ist und die Geschichte ja einfach dazu anregt, sich für dieses Denkmal zu engagieren, weil ich glaube, dass gerade Kinder und Jugendliche Geschichten erzählen, am ehesten annehmen, wenn es darum geht, die eigene Geschichte zu begreifen und Pirna eine alte Geschichte hat, schien mir das eine gute Gelegenheit, um auch die Aktion PIA zu unterstützen. Pirna hat es sicherlich schwerer als manche Großstadt in Sachsen, auch attraktiv zu bleiben. Und solche Denkmäler sind lebendige Geschichte. Und das ist für mich ein guter Grund, als konservative Politikerin genau eine solche Aktion zu unterstützen und dazu beizutragen, dass hoffentlich die 10.000 Euro zusammenkommen. Fehlen noch ungefähr 3.000 Euro. Und vielleicht hilft das ja auch ein bisschen Öffentlichkeit, Bürger noch dazu anzuregen, auch einen Teil dazu zu geben. Sie sagten gerade Ankommen in Pirna in der Region. Wie glauben Sie denn, wie schwer wird es werden, jetzt mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mit den ganzen Hintergründen, die ja nun bekannt sind? Also meine Erfahrung der letzten Wochen ist, dass es selten schwer ist, in Kontakt zu kommen bei denjenigen, die gern reden. Es gibt immer diejenigen Bürger, die vielleicht lieber nicht reden, weil Politik und die Öffentlichkeit drumherum sie stört. Aber die Sachsen sind normalerweise recht gesprächig. Und ich habe bereits diverse Gespräche geführt auf der Straße. Ich werde eingeladen zu Terminen, zu Vorstandssitzungen, zu Ortsvorstehersitzungen oder ich gehe Betriebe besuchen und das werden wir intensivieren. Insofern mache ich mir da gar keine Gedanken. Das Kontakt aufnehmen war noch nie mein Problem, hat mir immer Freude gemacht. Und wenn die Bürger von Politik etwas wollen, dann müssen sie es auch äußern. Insofern ist damit auch die Aufforderung verbunden, ob zum Schimpfen oder zum Kritisieren oder zum Loben und zum Anregen. All das sind Gründe, um uns zu besuchen in der Langenstraße 39. Das Büro ist bereits da und ab Januar dann auch richtig eröffnet. Wissen Sie schon, wie oft Sie hier sein werden? Gibt es da einen festen Turnus? Nun, wir werden Öffnungszeiten haben. Ich selbst bin ja jede Woche in Dresden und werde vermutlich meine Präsenzzeiten oder auch Termine an die Dresdner Zeiten anknüpfen. Ich werde es einmal pro Woche nicht schaffen, aber ich werde auf jeden Fall mehrmals pro Monat hier sein. Momentan bin ich fast jede Woche in Pirna. Der Verein Pirna in Aktion e.V. möchte den historischen Brunnen wiederherstellen lassen. Für 10.000 Euro sind die Freilegung des Brunnens, die Beleuchtung und die Versiegelung mittels Glasplatte gewährleistet. Für eine hochwertigere Versiegelung mit einem Edelstahlring, eine bessere Beleuchtung und Hinterlüftung werden 5.000 Euro mehr benötigt. Über ein Projekt der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, den 99 Funken, soll das notwendige Geld gesammelt werden. Und was passiert dann? Ja, das Geld ist da und dann fangen wir quasi an, den Brunnen wieder oder eine Firma zu beauftragen, die den Brunnen wieder freilegt. Ist denn das jetzt im Konsens mit der Stadt oder sind Sie da Einzelkämpfer? Das geht erstmal grundsätzlich als Einzelkämpfer, aber wird am Ende über den Stadtrat sicherlich auch mit im Konsens passieren. Nach der Scheckübergabe bummelte Frauke Petri noch über den Pirnaer Weihnachtsmarkt, denn der liegt genau auf dem Weg zum neuen Wahlkreisbüro auf der Langenstraße 39, wo man Petri nach eigenen Aussagen ab Januar öfter antreffen kann.